Wenn die Erkenntnis mehr dir gilt, o Keshava, als eine Tat, warum soll ich so Schreckliches beginnen jetzt nach deinem Rat? Mit deiner Worte Doppelspiel hast du verwirrt mir meinen Sinn. Drum weise mich fest und bestimmt, o Krishna, auf das Bessere hin. Mein lieber Arjuna, zwei Standpunkte sind in der Welt. Zum Heil führt ein zweifacher Pfad. Der Sankhya lehrt Erkenntnis dich, der Yoga unverdrossene Tat. Denn nicht durch trägen Müßiggang gelangt der Mensch zur inneren Ruh, und nicht durch Werkentsagung strebt er innerer Vollendung zu. Nicht einen Augenblick verbringt der Mensch in bloßem Müßiggang, auch unwillkürlich handelt er nach des Naturgesetzes Zwang. Wer seine Sinne hält im Zaum und doch an Sinnen Dinge denkt, den hat ein heuchlerischer Wahn vom wahren Wege abgelenkt. Doch wer die Sinne weise zähmt, pflichttreuem Handeln zugewandt, von Selbstsucht frei und Leidenschaft, des Name wird mit Ruhm genannt. Vollziehe das notwendige Werk, denn Tun ist besser als nichts tun, selbst die Verrichtungen des Leibs auf einer Tätigkeit beruhen. Ans Dasein bindet jedes Tun, das nicht geschieht aus Opferpflicht. Vollbringe darum zwar ein Werk, doch hänge an demselben nicht. Als einst der Herr die Welt erschuf, setzt er den Opferdienst auch ein. Durch diesen pflanzt euch fort, er soll des Überflusses Kuh euch sein. Durch ihn ernährt die Götter all, dass sie erhalten diese Welt. Nur so gelanget ihr zum Heil, wenn eins das andere erhält. Erwünschtes Gut sie spenden dem, der ihnen Opferdienst gewährt. Ein Dieb ist, wer den Göttern nichts entgeltend ihr Geschenk verzehrt. Wer von des Opfers Überrest sich nährt, wird frei von Sündenqual. Doch ihr verfällt, wer nur für sich bereitet hat das festes Mahl. Aus Nahrung stammt der Wesen Schar, aus Regen Nahrung wächst empor. Das Opfer Regen lässt entstehen, ein Opfer geht aus Werk hervor. Werk wurzelt in dem Vedawort, und dies dem Ewigen entstammt. So hat im Opfer seinen Halt der heilige Veda insgesamt. Wer hier der ewigen Ordnung Rat zu seinem Teil nicht weiter dreht, in Sinnlichkeit und Schuld verstrickt, vergeblich der durchs Leben geht. Doch wer an seinem Selbst sich freut, an seinem eigenen Selbst vergnügt, für den bleibt hier nichts mehr zu tun, weil ihm sein eigenes Selbst genügt. Nicht kümmert solchen Weisen noch, was da getan, was nicht getan. Vom Einfluss aller anderen frei, verfolgt er seines Lebens Plan. Drum handle ruhig, weise nicht die auferlegte Tat zurück. Wer handelt ohne Leidenschaft, der Mensch erreicht das höchste Glück. Durch Handeln gingen Janaka und andere zur Vollendung ein. Das Heil der Welt bedenkend, musst du stets der Tat Vollbringer sein. Es ahmen alle anderen nach, das, was ein Edler einst begann. Wenn er sein Vorbild aufgestellt, so folgt ihm der gemeine Mann. Nichts liegt im weiten Weltenall, o Arjuna, mir ob zu tun. Nichts zu erreichen, was nicht schon erreicht, doch niemals werd ich ruhen. Denn sollte jemals es geschehen, dass ich nicht handle ohne Rast, die Menschheit hätte sich schon längst dann meinem Beispiel angepasst. Die Wesen würden nichts mehr tun, weil alle nur mein Tun erhält. Die Stände würden sich verwirren, zugrunde ging die ganze Welt. Nur Toren handeln wahnbetört,
dass ihnen werde Lohn zuteil. Die Weisen handeln frei von Hang, allein nur für der Menschheit Heil. Der Wissende verwirre nicht den Sinn des, der am Handeln hängt. Er heiße ihre Werke gut und handle still in mich versenkt. In Wahrheit handeln in der Welt allein die Gunas der Natur. Verblendet durch sein Selbstgefühl, der Tor glaubt selbst zu handeln nur. Doch wer da Gunas Werk und selbst voll Weisheit auseinanderhält, weiß, Gunas wirken hier auf sich und hängt nicht an der Sinnenwelt. Es haftet an der Gunas Werk der, der nicht Geist und Gunas trennt. Drum soll den Toren nicht verwirren der Weise, der die Wahrheit kennt. Mir sollst du deine Werke weihen, an mich nur denken, jederzeit. Von Hoffnung frei und Eigennutz, entschlossen wappne dich zum Streit. Wer dieser meiner Lehre folgt, vertrauend voll Ergebenheit, wer gegen mein Gebot nicht murrt, der wird durch seine Tat befreit. Wer aber meinem Rat nicht folgt und meiner Lehre widerspricht, der ist verloren ganz und gar, ihm fehlt des wahren Wissens Licht. Der Weise selber handelt ja nach seines Wesens innerem Drang, es folgt der eigenen Natur der Mensch, was hilft da äußerer Zwang? Ein Sinn erfasst den Gegenstand mit Liebe oder auch mit Hass. Gefühle sind des Weisen Feind, entschlossen beide fahren lass. Gut tut, wer eigene Standespflicht erfüllt, selbst wenn ihn dies nicht freut. Gefährlich spielt, wer das vollbringt, was fremde Standespflicht gebeut. Aber Herr Krishna, wie kommt es, dass ein Mensch dich in dem Netz der Schuld verfängt, auch wenn er selber es nicht will, wie durch Gewalt dazu gedrängt? Mein lieber Arjuna, das ist die Gier, das ist die Wut, erwachsen aus der Leidenschaft. Sie ist ein schlimmer Bösewicht, ein Feind, der alle Leidenschaft. So wie der Rost des Spiegels Glanz, der Rauch des Feuers Glut verdeckt, die Eihaut eine Leibesfrucht, so wird von ihr die Welt befleckt. Ein ewiger Feind des Wissenden, verdunkelt sie des Wissens Kraft, wie ein verheerend Feuer ist, o Kuntis Sohn, die Leidenschaft. Verstand, Vernunft, der Sinne Schar, dies sind die Orte, wo sie weilt, von dort aus ihre Blendungskraft des Menschen Seele schnell ereilt. Drum zähme du von vornherein, o Arjuna, der Sinne Macht, vertreibe du den bösen Trieb, der Menschen Weisheit hüllt in Nacht. Groß sind die Sinne, der Verstand sich größer noch als sie erweist, ihn überragt noch die Vernunft, am höchsten aber steht der Geist. Wenn du den höchsten Geist erkannt, gib deinem Selbst durch ihn den Halt und kämpfe gegen jeden Feind, der in Begierde nimmt Gestalt.